Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über die Hygienemaßnahmen an der Miralogeschule. Und wer könnte uns das besser erklären als Frau Martens, oder? Hallo Frau Martens. Aber sag mal, Frau Martens, hast du nicht irgendwas vergessen? Na klar, deine Maske. Die muss man als Schüler zwar nicht tragen, aber sie schützt andere. Na, dann wollen wir Frau Martens mal in die Schule folgen. Zuerst fallen viele neue Schilder auf. Zum Beispiel gibt es eine Wartezone für Besucher. Na, erkennt ihr, wo die warten müssen? Außerdem muss man sich bei der Anmeldung, anmelden. Drinnen werden die Schüler morgens vom Lehrer abgeholt oder von der Lehrerin natürlich und dann geht es erstmal in den Klassenraum. Dort sollen sich keine großen Gruppen versammeln. Und damit wir ein bisschen das vermeiden, gehen wir jetzt ein bisschen schneller. Aufpassen an den Traktenden, dass man da mit niemandem zusammenrasselt. Vorfahrt heißt sowas im Straßenverkehr und wenn ihr auf den Boden guckt, seht ihr schon Markierungen, an die man sich halten muss. In der Klasse ist dann erstmal Händewaschen angesagt. Das zeigt uns Frau Martens. Wasser, Seife und dann ordentlich reiben. Zuerst die Innenseiten. Natürlich, das kennt ihr. Auch die Außenseiten, den Handrücken. Das kennt ihr auch schon. Dann zwischen den Fingern. Das ist ganz wichtig, aber das vergisst man ja gerne mal. Auch von beiden Seiten. Dann die Fingerspitzen, das ist ein guter Trick, und den Daumen. Und natürlich die Handgelenke. Und dann wird das Ganze mit Wasser abgespült. Womit auch sonst. Vielleicht habt ihr dann schon zweimal Happy Birthday gesungen. So lang soll das eigentlich dauern. Gut abschütteln und mit einem Papiertuch trockenwischen. Und das Papiertuch kommt dann natürlich ordentlich in den Müll und wird nicht irgendwo hingeworfen. So steht es auch auf den Schildern. Mindestens 20 Sekunden mit Händewaschen bis zum Handgelenk. Und Abstand halten soll man. 2 Meter. Abstand halten ist eigentlich nicht schwer. Man darf sich halt nicht reindrängeln. Hey, auch du sollst dich nicht reindrängeln. Man hält halt Abstand. Und wenn andere einem zu nahe kommen, dann muss man vielleicht auch mal ein Stück zurückgehen. So ist das halt. Auf Toilette darf derzeit nur eine Person sein. Bei den Jungen gilt das, aber auch bei den Mädchen. Damit man weiß, ob jemand schon auf Toilette ist, gibt es ein Schild, das zeigt frei oder besetzt. Und wenn belegt ist, dann muss man vor der Tür in einem markierten Bereich warten. Auch wenn es vielleicht ein bisschen dringender ist. Es gibt viele neue Schilder, wo man lang geht, auf welcher Seite man geht, dass man hintereinander gehen soll, mit Abstand, das kennt ihr jetzt schon. Auch, dass nur eine Person im Aufzug sein darf, wo man zu den Pausen rausgehen darf, dann vielleicht aber nicht wieder reingehen darf. Dafür kann man an anderer Stelle reingehen. Da muss man viel beachten. Und das ist an der Grundschule ganz genauso. An der einen Seite darf man rein und zur anderen Seite darf man wieder raus. Na, habt ihr schnell aufgepasst? Mal kurz zurück. Da werden jetzt die Schuhe gelagert. Und auch in der großen Schule gibt es natürlich solche Wege. Hier zum Beispiel darf man das Treppenhaus runter und unten muss man dann durch den Flur, das haben wir ein bisschen schneller gemacht, dann kommt man raus und das ist für uns eine Gelegenheit zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.